Hi Leute, willkommen zurück beim Berber 667. Ich mache heute mal wieder ein Rucksack-Unboxing, weil ich war ein bisschen shoppen, zwei Flohmärkte in der Innenstadt und noch hier und da in einem Einkaufszentrum. Und ja, Rucksack an sich ist gut gefüllt und jetzt unboxen wir mal live, was alles da drin ist. Der erste Blick, voll. Fangen wir hier oben an. Haben wir erstmal 23. Das Ganze ist eine Musik-CD inklusive Bonus-DVD. Eine Zusammenarbeit von Sido und Bushido. 20 Euro sollte sie kosten. Carstadt schmeißt 70% drauf und ja, bleiben 6 Euro, also für 6 Euro mitgenommen. Dann Castlevania Lords of Shadow und Saw 2 für die PS3. Habe ich für einen Kumpel mitgenommen. Hab kurz mit ihm kommuniziert. Der meinte, jo, bring mal mit. Passt. Sollten kosten 30 Euro, 70% sind jeweils 9 Euro. Gassenbon ist unwichtig. So, weiter geht's. Weiter bei Karstadt, für mich noch mitgenommen. Move Mindbenders für die PS3, auch 30 Euro bzw. 9. Dann für den PC, Harveys neue Augen, wieder so ein grandioses Point and Click von Deadlick Entertainment. Sollte kosten 35, hat gekostet 7 Euro, 10,50 Euro. Dann Serious Sam HD The First Encounter habe ich zwar schon auf der Xbox 360, aber bei dem Preis von 5 Euro, was dann umgerechnet 1,50 Euro sind, mitgenommen. Des Weiteren Age of Empires Online, das Add-on für, was ist es, die Griechen. Klebt natürlich der Preis gerade drüber. Die Griechen, ja. Es ist das Griechen-Add-on auch runtergesetzt auf 5 Euro, 70% 1,50 Euro. Dann MX vs. ATV Alive, 30 Euro runtergesetzt und bleiben 9, auch für die 360, oder auch für die 360. Dann geht's weiter. Silent Hill Downpour, der aktuellste Silent Hill Teil. Sollte 60 kosten, hat dann 18 Euro gekostet. Ultimate Marvel vs. Capcom 3, Grundpreis 40 Euro, in diesem Fall 12. Und das ist immer noch nicht vorbei. So, zwischendurch. Nein, erst war ich auf dem Flohmarkt. Da gab es dann Def Jam Icon für die 360. Mortal Kombat Deception, die englische Version, also ungeschnitten. Das heißt, mit den klassischen Mortal Kombats dabei. Und Halo 2, die beiden für die alte Xbox. Das für die 360, wie gesagt. Sollten Stück kosten 4 Euro. Ich habe alle 3 für 10er gekriegt. Das passt. Dann war ich noch bei Saturn, da gab es Family Guide zurück ins Multiversum für 19 Euro. Dann das grandiose Alarm für Cobra 11, war schon reduziert von 29,99 auf 15 Euro und Tagesangebot sagte 10 Euro mitgenommen. Dann am Mittwoch gab es das im Saturn Late Night Shopping, das habe ich dann auch noch gleich abgeholt da, Dead or Alive 5. Und dann war ich noch bei GameStop, da gab es zum einen Jetski Riders für die PS2. Dann gab es noch die PlayStation Network Collection, das Action Pack, Power Pack, mit Beats, Siphon Filter, Combat Ops und Flow. Dann noch SNK Arcade Classics Volume 1, da sind 16 SNK Klassiker drauf, Metal Slug, King of Monsters, Final Fight. Diverse Art of Fighting, so heißt es, ja, und was man halt von SNK kennt. Und da ich ganz gut mit den Leuten bei dem GameStop kann, habe ich dann gleich noch ein paar Assassin's Creed 3 Lithografien, Postkarten dazu gekriegt. Ich glaube, die habe ich aber schon, egal. Und ein Steelbook zum neuen Bioshock Infinite. Jo. Jetzt fällt mir der Stapel um. Noch was? Ja gut, ein GameStop-Schlüsselband habe ich auch noch dazu gekriegt. Warum auch nicht? Ein Haufen Papierkram, Rechnung und bei der Saturn-Bestellung gab es dann noch ein paar Gummibären. Nein, es sind natürlich keine Gummibären, weil sie sind nicht von Haribo, aber das gleiche Prinzip. Gut, kurz zusammengerechnet. Was haben wir? Bei GameStop, die drei sind über den Daumen 6, 10, 11 Euro. Liege ich falsch? Ja, 11 Euro. Dann 15 Euro, 10 Euro, 19 Euro. Also 30 Euro, 40 Euro, machen wir es einfach, sind 40 Euro. So, die drei nochmal sind 50 Euro, bei Karstadt waren es nicht ganz 60 Euro. Moment, das kommt extra. Das war das und das und das und das und das und das
Das, das waren dann nochmal 60 Euro. Jetzt habe ich natürlich gerade den Faden verloren. 11. Ach, wisst ihr was? Es hat halt Geld gekostet. Wie viel spielt ja keine Rolle. Zumindest im Moment gerade nicht, da ich gerade nicht hinterherkomme und völlig durcheinander mit den Zahlen. Aber es hat Geld gekostet. Auf jeden Fall waren es gute Schnäppchen. Alles zusammen 18 Artikel, weil die beiden sind ja nicht für mich. Haben mich irgendwas knapp um die 100 Euro gekostet. Und ja, das ist schon okay für mich. Alles klar, danke fürs Zuschauen.